Hallo ihr Lieben, hinter mir seht ihr schon den Cantolino stehen und den brauche ich auch für das heutige Video. Nach unserem letzten Turnierwochenende habt ihr nämlich sehr oft gefragt, wie ich seine Turnierzöpfe mache und genau das zeige ich euch. Ich habe euch schon seit einigen Monaten ein Einflecht-Tutorial versprochen und genau das gibt's heute. Es gibt ja wahnsinnig viele Arten, wie man Zöpfe machen kann bei Pferden, entweder nur mit Gummis oder man kann einen nähen, man kann einen klammern, man kann diese ganz kleinen Mini-Rollzöpfe machen. Ich glaube, dass es von Pferd zu Pferd unterschiedlich ist, welche Zopfart am idealsten ist. Und ich zeige euch heute eben, wie ich bei Canto die Zöpfe mache. Viele denken, dass ich sie einnähe. Das habe ich ganz am Anfang auch gemacht, aber ich habe mich dann eines Besseren belehren lassen. Inzwischen nutze ich tatsächlich Klammern dafür. Ich bin, was das angeht, eigentlich super altmodisch und habe immer gedacht, hey, mit diesen Haarnadeln, das kann gar nicht halten. Aber es gibt tatsächlich die allerschönsten Zöpfe in wirklich kurzer Zeit. Das dauert nicht ansatzweise so lang wie einnähen. Falls ihr euch wundert, dass seine Mähne so ein bisschen gewellt ist, das ist sie normalerweise nicht. Sie war vom Turnierwochenende jetzt einfach noch richtig gelockt. Ich habe sie gerade so ein bisschen ausgekämmt und nass gemacht, damit ihr den Originalzustand euch einmal anschauen könnt. Canto hat ja super viel Mähne, richtig dick. Und ich habe sie jetzt nur im mittleren Teil so ganz minimal ausgedünnt, um das etwas gleichmäßiger hinzubekommen. Weil genau das fandet ihr an den Zöpfen so schön, dass sie eben super in Reihe und Glied stehen, dass sie total gleichmäßig sind und eben so von vorne nach hinten nur so ein bisschen kleiner werden. Aber bevor ich zu lang quatsche, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Cantolino. Der ist eh schon ungeduldig und legen los. Und vorher zeige ich euch jetzt noch, was ihr dafür alles braucht. Ihr benötigt Mähnengummis, einen Mähnenkamm, offene Haarnadeln, eine Mähnenbürste, ein Handtuch und etwas Wasser. Falls viele Fliegen da sind, einfach ein Fliegenspray benutzen, dann stehen die Pferde auch ruhiger beim Einflechten. Als erstes wird die Mähne richtig ordentlich durchgekämmt, damit keine Knoten mehr drin sind und ihr die Mähne nachher leichter teilen könnt. Dann mache ich sie ordentlich nass, entweder mit einem Handtuch oder einem Waschlappen und Wasser. Man kann aber auch einfach Wasser in eine Sprühflasche sprühen. Hier habe ich jetzt einfach einmal die gesamte Mähne etwas angefeuchtet. Als nächstes braucht ihr so viele Mähnengummis, wie ihr Zöpfe machen möchtet. Ich stecke mir die tatsächlich immer in den Mund, ihr könnt sie natürlich auch in die Hosentasche packen. Und dann heißt es Mähne einteilen. Wie ihr seht, ich habe so ein kleines Gummi um den Kamm drum. Das garantiert, dass ich immer die gleichen Abstände habe und es nachher ordentlich aussieht. Beim Abteilen ist es wichtig, dass ihr wirklich eine ganz klare, gerade Linie runterzieht, damit die Mähne wirklich ordentlich abgeteilt ist. Das kann man natürlich auch mit den Fingern machen, aber mir persönlich ist das immer nicht ordentlich genug und wenn ich es so mit dem Kamm teile, ist es nachher einfach am schönsten. Die Mähnengummis wickelt ihr dann um die abgeteilte Strähne rum. Im Moment wird noch nichts geflochten, sondern erstmal abgeteilt. Ganz zum Ende können die Abstände dann etwas größer werden, weil die Mähne sowieso dünner wird und die Zöpfe sonst doof aussehen. Hier seht ihr meine komplette Einteilung. Nach Turnierzöpfen sieht das zwar noch nicht aus, aber das wird schon noch. Dann geht's los mit dem ersten Zopf. Da die Mähne inzwischen getrocknet ist, mache ich sie nochmal feucht. Und wie ihr jetzt seht, flechte ich den Zopf dann erstmal nach oben. Dafür stelle ich mich auf eine Stufe oder einen kleinen Hocker und flechte dann wirklich 5-6 Mal erstmal strikt nach oben. Erst dann lege ich den Zopf um und flechte dann ganz normal weiter. Dadurch bekommt der gesamte Zopf einen schönen Bogen und steht direkt vom Mähnenkamm an nach oben. Unten kommt dann einfach ein Gummi drum. Schön festziehen und der erste Zopf ist fertig. Genauso flechte ich jetzt die gesamte Einteilung runter. Immer erst ein paar Mal schön nach oben, dabei schön stramm ziehen und dann den Zopf zu Ende flechten. Durch die nassen Haare kann man wirklich sehr ordentlich flechten und richtig schöne Zöpfe flechten. Umso schöner und ordentlicher ihr hier flechtet, umso schöner werden nachher auch die Turnierzöpfe. Gummi drum und weiter geht's. So sehen die ersten geflochtenen Zöpfe aus. Hier seht ihr auch nochmal gut, dass die an der Wurzel so nach oben stehen und dann erst runtergeflochten sind. Ich habe das jetzt an diesen drei Zöpfen gezeigt. Ihr flechtet natürlich die ganze Mähne runter. Und dann geht's weiter mit den Haarnadeln. Ihr braucht dafür relativ stabile Haarnadeln. Nehmt nicht die komplett dünnen, sondern schon diese etwas stabileren.
Wenn sie etwas zu lang sind, macht das nichts, weil ihr die Enden nachher eh umbiegt. Und dann geht's auch schon ans Einrollen, was diesen besonderen Look ausmacht. Das Ende des Zopfes wird dabei richtig schön in die Kuhle am Mähnenkamm gedrückt. Genau deshalb ist es wichtig, dass ihr am Anfang nach oben flechtet, denn nur dann entsteht diese Kuhle, wo ihr das Gummiende unten reindrücken könnt. Und dann ist es Zeit für die Haarnadel. Gut festhalten und schiebe dann mit der rechten Hand die Nadel durch, und zwar im unteren Bereich. Und die Enden biegt ihr dann erstmal schön stramm um den Zopf rum. Und so sieht dann der fertige Zopf aus. Jetzt nochmal in langsam. Ihr nehmt den gesamten Zopf und legt das Ende, wo das Gummi dran ist, unten in diese Kuhle. Die ist dadurch entstanden, dass ihr den Zopf schön nach oben geflochten habt. Die ganze Zeit richtig gut festhalten. Der Zopf muss schön stramm bleiben. Wenn es zu locker wird, fällt der Zopf nachher auseinander. Und dann wird der gesamte Zopf schön runtergerollt. Die losen Haarenden könnt ihr dann nochmal so ein bisschen unter den Zopf schieben, beziehungsweise nach links biegen. Und dann heißt es gut festhalten. Ich mache das immer mit der linken Hand. Und dann schiebe ich von unten die Haarnadel durch den gesamten Zopf. Ein bisschen Widerstand ist gut, das heißt, ihr erwischt möglichst viele Haare. Und die Enden kommen dann einfach hinten raus. Die Enden umbiegen und dann ist das Ganze wirklich sehr, sehr fest und kann kaum noch auseinanderfallen. Die Enden könnt ihr dabei immer noch so ein bisschen um den Zopf rumbiegen. Man kann die hinten auch gerade lassen, aber ich bastel die immer so ein bisschen um den Zopf rum, damit es schöner aussieht. Bei den letzten zwei, drei Zöpfen mache ich es ein klein bisschen anders, deshalb zeige ich euch das hier nochmal. Die flechte ich auf die gleiche Art und Weise, aber die letzten Zöpfe, die sind so dünn, dass ich sie nicht mit Nadeln befestige, weil das Ganze einfach nicht so richtig gut hält. Deshalb werden die letzten zwei, drei Zöpfe immer ähnlich eingerollt, dann aber ganz normal mit einem Gummi befestigt. Im Gesamten fällt das gar nicht negativ auf und ich finde es einfach schön, wenn auch die letzten Zöpfe richtig gut sitzen und finde es so einfach schöner. Was erkennen. Der Kanto war heute ein bisschen zappelig, aber ich glaube, man konnte ganz gut erkennen, wie man die Zöpfe macht. Zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps für euch. Zum einen solltet ihr, weil es eben so ein bisschen Fingerfertigkeit erfordert mit den Nadeln, das unbedingt mal üben, bevor ihr zum Turnier fahrt. Wenn man dann eh schon Turnierstress hat und sich beeilen muss und so, dann klappt das bestimmt nicht so gut. Deshalb einmal Nachmittagszeit nehmen und ein bisschen üben. Die Nadeln im Drogeriemarkt, die sind gar nicht so günstig. Ich glaube, da kostet einmal einflechten mit, ich glaube, 15, 16 Nadeln sind da drin, 75 Cent, das kann man auch günstiger bekommen. Ich packe euch unten einfach einen Amazon-Link in die Infobox und da könnt ihr einfach sozusagen ein großes Paket Nadeln bestellen, dann sind die auch ein bisschen günstiger. Und noch einen Tipp habe ich, viele sagen ja immer, die Mähne vorher nicht waschen. Das ist natürlich richtig, damit man so ein bisschen mehr Griff hat. Aber ich sprühe sowieso jeden Tag Mähnenspray auf Kantos Mähne, weil die so dick ist. Demnach ist die eigentlich eh flutschig. Aber ihr könnt euch eben behelfen, wenn ihr die Mähne nass macht, so wie ich das mache. Dann habt ihr richtig schönen Griff und ihr könnt auch richtig ordentlich und korrekt flechten. Und je schöner geflochten ist, desto schöner wird dann nachher auch der Zopf. Demnach macht euch keine Sorgen. Jetzt gerade bei Kanto habt ihr ja auch gesehen, dass er so ein bisschen Hautschuppen und sowas hatte. Und wenn ihr die Mähne vorher einmal wascht, habt ihr das nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und sowieso ein Abo. Darüber freue ich mich riesig. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die anderen Einflechtarten auch von mir nochmal gezeigt haben möchtet. Ich kann euch natürlich am Wölbchen eine ganz andere Art des Einflechten zeigen als bei Kanto. Bei ihm geht das nicht, was bei ihr geht. Bei ihr geht das nicht, was bei ihm geht. Also schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr Lust habt auf weitere Einflechtarten, Videos und was ihr sonst so sehen möchtet. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!